Papst Franziskus hat auf seiner Pilgerreise in Zypern nach einer Messe in der Heiligkreuzkirche in Nikosia Geflüchtete getroffen und dabei die Folgen der globalen Migrationskrise gegeißelt. Er stellte Schlepperkriminalität an den Pranger und beklagte eine zunehmende Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber den Schicksalen der Menschen. Brüder und Schwestern, das passiert heute. Küstenorte in unserer Nähe sind zu Brücken für den Sklavenhandel geworden. Ich habe einige gefilmte Beweise dafür gesehen. Das sind Orte der Folter, an denen Menschen verkauft werden. Ich sage das, weil es meine Verantwortung ist, euch zu helfen, eure Augen zu öffnen. Franziskus bedankte sich bei den Anwesenden für die Bereitschaft, über ihre Schicksale und Irrfahrten zu berichten. Ein Geflüchteter aus dem Irak erzählte, er sei durch Hass verwundet worden. Ich musste vor Gewalt, Bomben, Messern, Hunger und Schmerz fliehen. Ich wurde über staubige Straßen getrieben, in Lastwagen gestoßen, in Kofferräumen versteckt, in lecke Boote geworfen. Ich wurde betrogen, ausgebeutet, vergessen, verleugnet. Auch Marie Ami aus der Demokratischen Republik Kongo ist in Zypern gestrandet. Ich träume davon, Klassenbeste zu sein und Ärztin zu werden. Und ich träume davon, überall willkommen zu sein. Hier in der Kirche, in jedem Klassenzimmer und in jedem Laden. Einiger der Geflüchteten erbarmte sich der Vatikan. Der Heilige Stuhl bestätigte, dass zunächst ein Dutzend der Menschen in den kommenden Wochen nach Rom geflogen werden. 38 Geflüchtete sollen folgen. Die Kosten übernimmt der Vatikan.